Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Pokémon Kolosseum. Ich habe gerade fast eine Herzattacke hinter mir, weil als ich festgestellt habe, als ich meine Audiodatei erstellen wollte gerade eben von der letzten Aufnahme, wir gehen wieder nach Orkus, habe ich festgestellt, dass Audacity irgendwie ein Problem hatte. Das fand ich schlecht, aber glücklicherweise habe ich ein tolles Recovery Tool, was bis jetzt noch nie funktioniert hat, aber dieses Mal hat es funktioniert. Und ich glaube, naja, das liegt an den Umständen, weil bei mir ist nicht der ganze PC abgekackt, sondern eben nur Audacity. Und dann kann er es irgendwie auch noch abspeichern. Finde ich gut, finde ich klasse, kann man nicht anders sagen und kann ich nur jedem empfehlen, der manchmal Probleme mit Audacity hat, sich einfach dieses Recovery-Tool runterzuladen und es hat geklappt. Und da bin ich vor Erleichterung quasi umgefallen. Und ansonsten hätte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr weitergespielt, aber jetzt bin ich voll motiviert. Und wir machen einfach noch eine Folge. Ich habe euch ja versprochen, es geht mit der Story weiter und diesem Versprechen will ich natürlich nicht nachhängen. Da hinten waren wir das letzte Mal drin, da kann ich mich erinnern. Ja, und wir haben das letzte Mal, als wir hier gekämpft haben, haben wir leider Keifel verpasst, weil wir einen Volltreffer hatten und davor auch noch Suicune verpasst. Und Entei haben wir ja sowieso schon mal verpasst gehabt. Also, naja, drei Pokémon. Ist jetzt nicht so wild, aber naja, müssen wir uns halt nochmal besorgen. Hyperball, hey, das finde ich gut. Damit können wir definitiv was anfangen. Und ja, ansonsten hier unten eine nette Dame, die uns begrüßen will. Hier kommt ihr nicht durch. Ich werde Venus beschützen. Dann versucht dein Bestes bei Canelia. Ja, dadurch, dass wir auf dem Duellberg jetzt ein bisschen trainiert haben, auch wenn es nur zwei Level waren, aber immerhin, dadurch sind wir jetzt eben ein bisschen stärker und können dem Ganzen ein wenig lockerer entgegentreten natürlich. Wir kämpfen gegen Corazon, ein Wasser-Stein-Pokémon, und Vipitis, ein Gift-Pokémon. Deshalb machen wir, ja, wie machen wir es eigentlich? Ich glaube, wir können Vipitis zwar mit Psyana sehr effektive Attacke reindrücken, aber dann würden wir mit Tornupto gegen Corazon eine doppelt nicht sehr effektive Attacke machen. Also, ja, weil Feuer sowohl gegen Wasser als auch gegen Gestein nicht sehr effektiv ist. Ist relativ blöd, muss man sagen. Auch so haben wir ihn leider nicht gekillt, aber man muss auch noch dazu sagen, Corazon hat eine relativ hohe Verteidigung. Hallo, wie stark sind die gerade? Die wehren ja einfach alles ab. Okay, Angeberei. Das gefällt mir nicht, weil jetzt steigt zwar unser Angriff stark, aber wir werden auch verwirrt. Und wenn wir jetzt uns für Verwirrung selbst ver... Mann, sind die blöd. Ja, Konfusstrahl hätten uns auch verwirrt, aber das macht ja natürlich nichts, wenn der Gegner schon verwirrt ist. Kann man ihn ja nicht doppelt verwirren. Von daher war das jetzt irgendwie dämlich. Ja, aber wenn wir uns jetzt selbst verletzen, werden wir stärker selbst verletzt, da unser Angriff noch stark gestiegen ist. Aber sobald die Verwirrung vorbei ist, sind wir einfach deutlich stärker. Also es hat sowohl seinen Vorteil als auch seinen Nachteil, Angeberei. muss man halt gucken, wie sinnvoll das tatsächlich ist. Verwirrt. Komm, das schaffst du, Tornupto? Nein. Ja, wir merken, es zieht ein Fünftel der KP ab. Das oh nein, Schaufler. Gut, dreimal dürft ihr raten, auf wen das gehen soll. Deshalb machen wir jetzt auch Schaufler, und zwar auf Vipitis, denn gegen ein Gift-Pokémon ist Schaufler sehr effektiv. Und weil es eine Bodenattacke ist, genau. Und Krakeelo, noch Normal-Pokémon, den haben wir jetzt mehr oder weniger so im Vorbeigehen besiegt. Ist ja auch okay, will ich mich nicht beschweren. Psyanas nehmen wir jetzt schon Level 46, gefällt mir. Und Sneebel, ein Eis... Boah, Eiskäfer-Pokémon, glaube ich. Deshalb wäre, ja, und Krypto noch. Deshalb wäre Flammenrad oder generell eine Feuerattacke sehr effektiv auf Sneebel. Doppelt sehr effektiv sogar. Aha, verkackt. Also werden wir uns hüten, so etwas in der Art zu machen. Wir machen stattdessen lieber einmal Rückkehr. Das dürfte es überleben. Ja, dürfte es. Sag ich jetzt einfach mal. Wenn ich daneben liege, dann Pech gehabt, aber nein, es überlebt's. Ja. Sogar sehr gut irgendwie. Kreideschrei senkt unsere Verteidigung stark. Ist jetzt mehr oder weniger sinnvoll. Ich weiß nicht, kriegt Tornupto jetzt nochmal wegen Verwirrung? Ah nein, der unter der Erde sogar. Ah, das ist dann Schaufler blöd. Wenn man verwirrt ist, muss man zweimal Glück haben, dass die Attacke auch durchgeht. Aber glücklicherweise war es so. Und wir konnten Vipitis Schaufler noch entgehen. Von daher war es doch ganz sinnvoll. So, jetzt könnte ich natürlich nochmal Rückkehr machen, aber das verkneifen wir uns an der Stelle, weil ihr merkt,
Sneebel ist ein Krypto-Pokémon und es wird höchstwahrscheinlich so sein, dass es Kryptoschlag irgendwann einsetzt und genau dann wird es sich bei ganz wenig Leben noch selber killen. Und das wollen wir verhindern, deshalb schwächen wir es jetzt eher langsam, aber sicher mit Sternenschauer. Und der Pokéball war jetzt mehr oder weniger unnötig, aber ich wollte ihn einfach mal einsetzen. Manchmal hat man auch tatsächlich Glück mit sowas, also man kann es immer mal probieren. Wow, Sternenschauer, ziemlich viel gezockt. Wow. Okay. Gut, Kryptoschlag. Was? Oh mein Gott, hat das viel abgezogen. What the fuck? Das überrascht mich jetzt. Naja. Rufen. Ja, jetzt setzen wir auch einen Hyperball ein. Nicht, dass Sneebel sich mal wieder selbst killt. Das wäre irgendwie schlecht. Aber wir merken auch, Rückkehr zieht relativ wenig. Ich hoffe, das wird noch besser. Aber das sage ich, glaube ich, in jedem LP. Und es passiert eigentlich nichts. Und das dürfte klappen. Ja, wunderbar. Sneebel, ey, wurde auf dem PC übertragen. Mal wieder. Wir können unser Team mal wieder auswechseln, fällt mir ein. Und wer beschützt mich? Tja, da hättest du ja noch ein paar Bodyguards zulegen sollen. Es gibt massig Bodyguards hier irgendwo. Nein, das sind alles Bodybuilder, aber egal. Am liebsten würde ich in einen Zug steigen und irgendwohin verreisen. Ja, damit diese Schmach hier weg ist. Können wir nicht mit dem Aufzug fahren? Wollt ihr mich verarschen? Hier ist ein Aufzug. Nee. Ist ja kacke. Venus darf damit fahren und wir müssen Treppen laufen. Wie asozial ist das denn? Ja, ich will mich jetzt einfach nochmal heilen. Auch wenn ihr das vielleicht ein bisschen penibel findet, aber Psyana ist mal wieder fast tot. Und ich will nebenbei nochmal gucken, ob wir nicht an unserem Team noch was verändern können. Weil, wie gesagt, wir sind jetzt... Naja, wir haben jetzt durchaus mehr Pokémon und haben immer noch teilweise Pokémon im Team, die auf Level 30 sind. Also... Gut, Noctu will ich drin behalten, weil er eben Hypnose kann und das dann schon relativ sinnvoll ist. In der Tat. Aus dem Grund lassen wir den einfach mal im Team. Ja, definitiv. So, würdest du jetzt mal bitte... Das ist tatsächlich ein langer Weg. Den hätte ich euch irgendwie nicht zumuten müssen. Ich hätte auch einen Supertrank oder eine Limonade oder so einsetzen können, aber ich bin ja immer wieder zu faul für alles. Ja. Danke, Pokémon Topfit, gerne immer wieder. So, Pokémon Lagerungssystem. Was legen wir denn mal weg? Wir legen in jedem Falle... Mantax ist zwar nicht Krypto, aber er ist Level 33, da haben wir bessere. Den legen wir einfach mal weg. Dann kommt Capoeira noch weg, der eigentlich der stärkste ist, aber irgendwie dann auch nicht so stark. Und Mogelbaum. Ja. Nach Tara in keinem Fall. Nee, Skorgler. Na, Skorgler mag ich eigentlich nicht so. Nehmen wir Dammhirplex. Der ist ziemlich stark und hält auch noch was aus. Dann noch Sneebel, definitiv. Und vielleicht noch Ledian. Oder? Der ist Level 40, Skorgler 43, Ledian, Skorgler. Wir nehmen Skorgler, komm. Ich achte jetzt gerade mehr auf Level. Das ist mehr oder weniger gut. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich es nicht machen. Vielleicht sollte ich es machen. Das ist aber auch eher... subjektiv, denke ich mal. Also, Skorgler hat bestimmt auch seine positiven Seiten, ganz klar. Von daher sollte man ihn nicht so stark unterschätzen. So, jetzt können wir wieder den ganzen Weg nach unten gehen. Ist ja auch überhaupt nicht langweilig. Zumindest glaube ich, wir müssen noch einen Kampf machen. Wenn wir jetzt gar keinen Kampf mehr machen müssen und ich einfach so umsonst nach oben gegangen bin und mich geheilt habe, dann wäre es natürlich schon bitter. Aber ich denke, dem ist nicht so. Ich glaube, ja, wir haben noch einen Kampf vor uns. Ich meine, Venus flieht ja jetzt, in gewissem Sinne. Aber wir haben Venus eigentlich schon besiegt. Das heißt, sie wird wahrscheinlich nicht mehr gegen uns kämpfen, aber vielleicht noch jemand anders. Ich bin mir unsicher. Bevor es wieder Ärger gibt, fahre ich zum Labor und treffe mich dort mit Professor Kulpa. Ich weiß gar nicht, wie sie gesprochen hat. Nein, nicht schon wieder. Du kannst mich doch nicht immer noch verfolgen. Alles zurück. Jetzt, wo wir uns gesehen haben, können wir unmöglich ins Labor. Oder wo die uns gesehen haben, wahrscheinlich. Ja. Okay. Die wollen wohl abhauen, irgendwie. Gut, gehen wir erstmal hier rein. Hallo, Item. Du gibst uns Schattenglas. Oh, Schattenglas ist ein tolles Item. Verstärkt Unlichtattacken. Wenn wir jetzt nach Tara hätten, könnten wir nach Tara wunderbar dieses Schattenglas geben. Leider haben wir keine Unlichtattacken in unserem Team. Das ist irgendwie schade. Aber naja, was will man machen? Können wir halt nichts mit anfangen. Ansonsten, hier irgendwo gibt es noch was Tolles. Hier vorne. Ah, hier können wir auch rein.
Gehen wir vorne oder hinten rein? Schneiden wir den Weg ab oder laufen wir ihn hinterher? Was wäre wohl klüger? Wahrscheinlich gar nichts. So, hier gibt es... der Schlüssel fehlt. Ohne ihn kannst du den Zug nicht in Gang setzen. Ja, den Schlüssel haben wir hier nicht. Ansonsten, hier noch irgendwas Tolles. In diesen Käfigen wurden offensichtlich Krypto-Pokémon transportiert. Also ich finde das nicht so offensichtlich, aber naja. der Schlüssel fehlt. Ohne ihn kannst du... Was? Nein, den habe ich immer noch nicht. Gut. Jetzt ist die Frage. Hohoho! Edge, reingefallen! Der Zugschlüssel und der Öffnen Orkus Express ist hier. Ihr dachtet doch nicht wirklich, dass ich euch dieses Item einfach so überlasse? Aber jetzt muss ich wirklich los. Vergesst mich nicht. Bitch. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Haben die uns tatsächlich ausgetrickst. Aber ich glaube, wir hätten sowieso vorne oder hinten reingehen können. Die hätten uns sowieso irgendwie ausgeschossen. So, und an der Stelle wusste ich jetzt nie, was man machen soll. Weil irgendwie gab es hier kein Weiterkommen. Weil der Zug ist weg und an allen anderen Stellen nicht. Nee, wir müssen einfach das hier vom Boden aufheben. Seht ihr das hier glitzern? Das habe ich nie gefunden. Aber zum Glück wusste ich das jetzt noch, weil ich es eben so ewig gefunden habe. Sozi findet Zugschlüssel. Sozi hält Zugschlüssel, ja. Sie hat ihn tatsächlich fallen lassen. Mann, ist sie blöd. Erst reingelegt und dann verkackt. So, mit dem Zugschlüssel können wir diesen Zug jetzt unglaublicherweise in Gang setzen. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, es ist... In diese Richtung kannst du nicht fahren. Wahnsinn. Gut, dann müssen wir wohl die andere Richtung einsetzen. Aber gut, dass sie uns erst nach dem Schlüssel fragen und dann sagen, dass wir nicht fahren können in die Richtung. Man hätte es ja auch vorher machen können, aber naja. Ja, wir stecken den Zugschlüssel ins Schloss und drehen ihn herum und dann passiert diese geile Sequenz. Oh yes. Wir mit total eisernem Blick fahren hier entlang und hören eine geile Musik. Ich liebe diese Musik hier in diesem komischen Haus. Keine Ahnung, wo wir hier jetzt sind. Oh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich hasse sowas. Wieso können wir nicht schneller laufen? Okay. Hallo, Kryptoknechte. Ihr steht vor mir, aber ihr macht nichts. Das finde ich irgendwie lustig. Dann spreche ich euch mal an. Hey, endlich! Nanu, heute sollte doch Madame Venus mitfahren, oder? Aber, euch habe ich hier noch nie schon mal gesehen, auf der schwarzen Liste, Mann. Ihr seid doch so ein Tippi, wie seid ihr nur hergekommen? Was für ein, ich kann nicht zulassen, dass ihr das ganze Krypto-Pokémon-Labor betretet, Mann. Ja, und deshalb hauen sie jetzt ab, oder was? Was für Style. Okay. Das war eine heftige Bombe. Ich hoffe, sie sind dabei verreckt, aber ich glaube es ja eher nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Itembox. Und zwar O-Disc. Wir erhalten die O-Disc. Das ist schön. Dreimal dürft ihr raten, wo wir die einsetzen können, aber das ist auch relativ offensichtlich. Ich meine, Discs haben wir nirgendwo anders. Ha, seht ihr? So könnt ihr uns wohl kaum folgen. Sag mal, wird es nicht ganz leicht überdosiert? Ist das sowieso zu spät? Los, wir verschwinden, Mann. Alter, tschüss, komm hier nicht rüber, Mann. Weißt du, hier sind noch solche Träger, ja? Aber hier kann er nicht drüber laufen, unser Held. Oder mal da drüber springen. Nein, wir können hier tatsächlich nicht weiter. Aber wir können das hier einsammeln. Sozi findet Torschlüssel. Sozi erhält Torschlüssel. Auch, total klasse gemacht von den Kryptoknechten. Dieser Torschlüssel erlaubt uns nämlich die Barriere, die sich um das Krypto-Pokémon-Labor gezingelt hat, was wir jetzt ja ohne Zweifel betreten haben. Ich meine, sie hat von einem Labor gesprochen. Das ist ja wohl relativ eindeutig, dass wir jetzt hier im Krypto-Pokémon-Labor sind. Oder im geheimen Labor, wie es zunächst auf der Karte hieß. Aber was hier passiert, ist ja relativ offensichtlich, denke ich. Und ja, damit können wir jetzt in das Labor rein. Auch wenn sie es versucht haben, von uns abzusperren. Aber nein, den Schlüssel, der uns den Eintritt ermöglicht, haben sie genau auch da irgendwo liegen lassen. Wow, das war falsche Richtung. Ist ja total klasse. Zufällig. Alles Zufall. Ja, jetzt können wir mal Aufzug fahren. Na, ganz klasse.
Ich verstehe dieses Spiel mehr und mehr nicht. Aber wir mussten tatsächlich gar nicht kämpfen. Nicht ein einziges Mal. Also wir hätten gar nicht zurückgehen müssen. Das tut mir an der Stelle leid. Aber wir haben 4 Kryptoknechte gesehen. 2 männliche und 2 weibliche. Die hätten alle gegen uns kämpfen können, aber keiner hat's getan. Also, das war, naja. Sie hätten ja erst gegen uns kämpfen können und sich dann fragen, und sich dann sagen können, dass sie eben keine Chance haben und dass sie uns killen müssen. Das wäre irgendwie sinnvoller gewesen, tatsächlich. So, aber wir haben jetzt die Odisk bekommen und mit der Odisk können wir jetzt erst nochmal unser UFO hier bewegen, bevor wir ins geheime Labor gehen. Labor gehen, ja. Und gucken mal, wo die uns so Schönes hinführt. Und welchen schönen Ort die uns hinführt oder so. Bitte UFO-Disk, dann nehmen wir doch die O-Disk. Hallo. Und ja, V-Disk vorne, R-Disk rechts, O-Disk, wo könnte die uns hinbringen? Nach unten, genau. Nein, natürlich nach oben. Ja, und wir sind aus Orkus raus, wieder in Pyritus, an dem Kraftwerk. Aber wir fahren irgendwie ins Dachgeschoss des Kraftwerks und finden hier eine einsame und verlassene Itembox, in der sich Sozi für eine Zeitflöte, ja, eine Zeitflöte befindet. Mit ihr könnten wir jetzt ein weiteres Pokémon, Krypto-Pokémon, befreien. Aber auch das werden wir uns erstmal verkneifen, denke ich.